Im Rahmen der ersten Hamburger Rednernacht, die von Gedankentanken organisiert wurde, referierte Topspeaker Michael Ehlers alias Hein Hansen mit viel Humor über bedeutende Themen der verschiedenen Unternehmensbereiche. Na, der größte Spaß ist, dass ich machen kann, was ich tue. Ne? Ich gehöre ja nicht zu diesen ganzen Krawattenträger-Hanseln, die da draußen rumlaufen. So, ich bin halt vom Fischmarkt und da sind wir so, wie wir sind. Und das ist ja auch die Botschaft, dass die Leute das sein sollen. Die sollen echt sein, so wie sie sind, weil dann kommen die auch bei anderen an. Und auch die Führungskräfte, die haben dann Spaß und die werden von ihren Mitarbeitern geliebt. Denn Mitarbeiter tragen ihre Führungskräfte entweder auf Händen oder zu Grabe. Das müssen sie endlich mal lernen, die Vögel da draußen. Ach, überhaupt nicht. Die leben doch in ihren eigenen Turm da oben. Die sehen überhaupt nicht mehr, was los ist. Das ist ein Beispiel aus dem wahren Leben. Ja, mein Chef war nämlich so ein Vogel. Da war der Eingang, dann war Herr Direktor sein Parkplatz, da stand sein fetter Jaguar und daneben waren dann 4 Kundenparkplätze und dort durften dann die anderen Führungskräfte parken und die normalen Mitarbeiter müssen natürlich ordentlich weit marschieren. Ja, also solche Leute haben das einfach noch überhaupt nicht begriffen. Die gehören in eine Generation 30er, 40er, 50er Jahre und die müssen auch langsam mal weg, denke ich. Jetzt wird Zeit für neue Köpfe und die denken ganz anders. Die haben nämlich schon viel von uns gelernt am Fischmarkt. Nein, das war bisher ja der erste Block der Vorträge, schon mal absolut grandios. Insbesondere hat mir die junge Dame gefallen, die, glaube ich, ihren ersten Vortrag hier gehalten hat, Viva Con Aqua. Ich finde das einfach gut, wenn die Leute auch an andere Menschen denken, denen es nicht so gut geht. Und wenn man dann noch so ein tolles Produkt hat und das so sympathisch und eben authentisch und echt präsentiert, ja, dann geht mein Herz auf. Also das war große Klasse, auch aus den anderen Vorträgen, wie immer bei Gedankentanken, nehme ich unglaublich viel Inspiration mit. Hier sind wirklich tolle Köpfe, die hier zusammenkommen und das macht Spaß.